Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen beim Märchen und Seife Seifenorakel am Montag. Ich werde immer professioneller, merkst du das? Bald klinge ich wie die Nachrichtensprecherin beim Wetterbericht. Und im Prinzip ist mein Seifenorakel ja mit dem Wetterbericht sehr verwandt. Ich meine, ich spreche jetzt nicht über Regen und Sonnenschein und Hagel und Sturm und Gewitter, sondern dafür aber über die aktuelle vorherrschende Stimmungslage. Und ich finde, die ist fast genauso wichtig wie das Wetter. Also je nachdem, was man gerade tun möchte, ne? An diesem Tag. Und warum rede ich heute über das Wetter? Weil du mir bitte, 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 bitte alle Daumen drückst, dass das Wetter am Wochenende, also Freitag, Samstag, Sonntag, 5., 6. und 7. Mai, so richtig angenehm wird. Also trocken vor allem und warm. Ich bin nämlich dieses Wochenende auf der Burg Berchtoldsdorf am großen Gartenmarkt. Und weil ich mich ein bisschen zu spät angemeldet habe, habe ich keinen Platz mehr drinnen bekommen und muss jetzt draußen stehen, unter Dach zwar, und trotzdem wäre Regen jetzt nicht so toll für die Seife und die Bücher aus Papier. Ja. Und warm soll es sein, damit ich mich wohlfühle und nicht so frieren muss? Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich gebe es zu. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich zum ersten Mal auf so einem riesengroßen Markt bin. Bisher war ich eigentlich immer nur auf diesen kleinen, feinen, regionalen Märkten, was sehr, sehr schön ist. Und ja, die Aufregung ist positiv. Und falls du dieses Video, ja, in 5 Jahren erst siehst, dann drück mir bitte noch rückwirkend die Daumen. Denn wenn dieser große Markt schick für mich wird, wenn er mir Spaß macht, das macht er sowieso, das mache ich einfach, oder wenn er natürlich auch sich für mich lohnt. Ich meine, die Marktgebühren sind höher als bei diesen kleinen regionalen Märkten. Und mit so kleinen Seifenstückchen und mit so Büchern muss das erstmal wieder reinkommen, ne? Es ist ja nicht so, dass ich irgendwelche Dinge um 500 Euro verkaufen würde. Also, oder im Angebot hätte. Jedenfalls, drück mir den Daumen. Vorwirkend oder rückwirkend. Wenn das nämlich klappt, dann mache ich das ab jetzt öfter. Und dann tingle ich auch so durch ganz Österreich und bin hier und da. Und dann kannst du mich auch mal persönlich treffen, wenn du mich auf dem Markt besuchen kommst. Auf dem Gartenfreudenmarkt in der Burg Berchtoldsdorf. Ich verlinke dir unten den Link auf meiner Homepage. Kannst du die Veranstaltungen aber immer sehen. Unter Veranstaltungen. Da stehe ich gleich neben dem Eingang bei der Kasse. So. Also, falls du mich persönlich kennenlernen möchtest, dann kannst du auch ganz persönlich eine Karte ziehen, wenn du möchtest. Die habe ich dann mit. Ausnahmsweise, weil es ein großer Markt ist. Man muss ja auch nur was herzeigen, ne? Dann komme ich doch bitte gerne besuchen. Ich freue mich. Ich freue mich auf dich. Und das war genug der Werbung. Jetzt kommt endlich das Seifenorakel, auf das du wahrscheinlich schon wartest. Mein inzwischen beinahe auswendig gelernter, wie immer, Text. Wie immer benutze ich mein eigenes, selbst entworfenes, gestaltetes und gebasteltes Seifenorakel-Set. So sieht es aus. Falls es dir gefällt und falls du es gut findest, was ich hier so mache, auch dieses werde ich dir hier unten im Video, also in der Videobeschreibung verlinken, falls du es für dich zu Hause selber haben möchtest. Genau. Innen sieht es so aus. Es besteht aus diesen 16 bunten Themenkarten, von denen ich jetzt gleich eine ziehen werde, und einem Begleitheft, in dem ich ein bisschen beschrieben habe, wie man die Karten denn so interpretieren könnte. So. Der zweite, wie immer, Text, der ganz, ganz wichtig ist, was ich hier heute mache, was ich ja jeden Montag mache, ist, ich ziehe eine Orakelkarte, ein Wochenorakel. Und der Vergleich mit dem Wetter ist vielleicht ganz schön. Es ist ein allgemeines Orakel. Es mag sein, dass es gerade heute, gerade nur für dich
gilt und unglaublich wichtig ist, weil du genau heute wissen musst, dass Gewitterstimmung herrscht. Es kann aber auch sein, dass es einfach eine allgemeine Schwingung ist, die so über dem gesamten mitteleuropäischen Raum liegt. Im mitteleuropäischen Raum befinde ich mich. Viel größer würde ich da jetzt nicht ausholen. Und die zu beachten oder die zu kennen, ganz einfach von Vorteil sein kann. Hm? So. So viel zum Seifenorakel. Also, dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Ich entspanne mich, beruhige meine Gedanken, lockere meine Schultern, das ist ganz wichtig, niemals mit angespannten Schultern irgendwie Karten ziehen. Und dann stelle ich meinen Karten meine übliche Frage. Also, ihr lieben Karten, ihr Geister, die mir jetzt meine Hand zu... Ups, das war... Na, das nehmen wir aber heute nicht. Das war mir zu schnell. Also, liebe Karten, liebe Geister, die jetzt meine Hand führen werden, um die richtige Karte zu finden. Was ist sie? Was ist die Botschaft, die ich heute der Welt verkünden möchte? Was ist die Botschaft, die heute wichtig ist zu wissen? Für eine bestimmte Person oder für alle? Für jene, die das Video sehen, heute oder irgendwann in der Zukunft? Was ist es, das jemand sehen muss? Oder wissen muss? Oder erfahren muss? Oder was ist es, das genau dieser einen Person jetzt und hier und heute, während sie dieses Video sieht, ein Stück weit die Richtung weist. Was werden wir heute sehen? Und zwar sehen wir heute die Karte. Der alte Torbern. Na gut, der alte Torbern führt zu Schätzen. Das kann ja jetzt nicht die schlimmste Botschaft sein, oder? Wahrscheinlich ist es eine sehr gute. Ich beschreibe dir mal die Karte, die du hier nicht so gut sehen kannst, weil, wie gesagt, es ist ein Seifenorakel. Die Karten sind einzeln laminiert. Von Hand übrigens, sind einzeln laminiert und da kann auch mal ein Tropfen Wasser drauf kommen. Das ist ganz praktisch. Also du siehst hier auf diesem Bild einen Bergarbeiter mit einem ziemlich wilden roten Bart und ein bisschen einem wilden Blick, der da so vor, in einer dunklen, dunklen Höhle, vor so leuchtenden Kristallen steht. Die Kristalle sind, das siehst du im Video jetzt nicht so gut wahrscheinlich, bunt in Regenbogenfarben. Rot, blau, grün, gelb. Und ich weiß nicht, manchmal steht er irgendwie bewachend da und manchmal steht er auch so da, als ob er sagen würde, da, schau, ich hab's gefunden und du auch. Also als ob er sie präsentieren würde. Das ist dann eben immer die Entscheidung der Person, die die Karte ansieht, was sie darin sehen möchte. Und jetzt lese ich dir vor, was auf dieser Karte steht. Achtung! Geduldig ist er nicht. Du solltest ihm besser entschlossen folgen, denn die Höhlen sind dunkel. Zu leicht könntest du dich alleine verirren. Doch lohnt sich der Weg in die Tiefe deiner Seele. Na denn. Und jetzt schauen wir, wie jede Woche, in das Begleitheft, was denn so, also was ich dann damals so zu dieser Karte geschrieben habe, um dir dabei zu helfen, das Thema zu interpretieren. So, jetzt haben wir Schneewittchen, die Karte Gräfin Auguste, der alte Torbern. So,
Jedes Mal sage ich es dazu, dieses Begleithift ist so aufgebaut, es ist ein Seifenorakel. Das heißt, zu jeder Themenkarte gehört eine Seife. Und wie das genau funktioniert, erkläre ich in diesem Video. Hier. In diesem Video. Und auf der linken Seite ist immer kurz die Seife beschrieben mit ihren Inhaltsstoffen, mit ihren Eigenschaften, was sie halt so tut. Und auf der rechten Seite ist auf A7 zusammengefasst, ja, A7 ist wenig, eine kleine Anregung, wie man das Thema interpretieren könnte. Sozusagen die Kulisse, vor der das Märchen, ne, Märchenseifenorakel, stattfindet und ja, in der du halt dann deinen eigenen Weg finden kannst, wenn du das möchtest. Ich beginne mit der Seife, der alte Turban. Das Salz der Erde glitzert, umgeben vom Aktivkohlenstaub. Dunkel ist seine Welt, doch voller Schätze. Schmeichend zart ruft eine leise Stimme, Shea Butter und Vanille. Lässt du dich in die Irre führen? Kaltes, glattes Olivenöl und schmelzendes Kokosnussöl leiten dich tiefer und tiefer in die finsteren Höhlen. Doch der Salbei beschützt dich, der Apfel hält dich bei Kräften. Da! Ein Licht. Wie ein freundlicher Sonnenstrahl leuchtet die Sonnenblume dir einen Weg. Zitronenduft tropft golden in dein Herz. Langsam, endlich, wird es wieder leicht. Und jetzt das Thema der Karte. Schattenarbeit. Viele Menschen glauben, die Dunkelheit sei böse. Was im Schatten verborgen liegt, führe Übles im Schilde und Unheil herbei. Doch dem ist nicht so. Schattenarbeit bedeutet, in Bereiche deiner Seele vorzudringen, denen du bisher keine Beachtung geschenkt hast. Oder die du unbewusst niemals ansiehst. Oft werden alte Wunden in den Schatten gelegt, mit deren Heilung wir damals überfordert waren. Wunden bedeuten Schmerz. Manche sehen schlimmer aus, als sie sind, und anderen sieht man von außen nicht an, wie tief sie wirklich gehen. Wenn du nicht kundig bist, ist es sinnlos, allein in diese Bereiche vorzudringen. Zu leicht werden Wunden nur gepflegt, anstatt richtig versorgt. Dann heilen sie nur oberflächlich und schwelen im Verborgenen weiter. Doch mit kundiger Begleitung musst du die Schatten nicht fürchten. Im Gegenteil, oft liegen die wunderbarsten Schätze dahinter, die du mit der Schattenarbeit endlich befreist. Du wirst staunen. Ja, der alte Turban erzählt von einer Geschichte, die mir einfach ganz, ganz oft auffällt. Die Menschen stürzen sich blindlings in irgendwelche spirituellen Abenteuer und Entwicklungen. Und oft ist es dann schwierig für sie, sich dort wirklich zurechtzufinden. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dir, wenn du wirklich an dir arbeiten möchtest, jemanden suchst, der dich begleitet. Das muss kein Mensch sein. Wenn du einen guten Zugang zu zum Beispiel den Naturwesen hast oder den Geistern hast, dann werden auch die dir helfen und dich leiten. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dich vielleicht nicht unbedingt, wenn es nicht wirklich sein muss, alleine vorarbeitest. Zumindest nicht blindlings. Versuch wenigstens, dich vorzubereiten und dich langsam vorzutasten. Das ist zumindest in meiner Erfahrung, die ich selber aktiv mit mir machen durfte, die ich aber auch von ganz, ganz, ganz vielen anderen Menschen in Gesprächen und im ja, in Begegnungen im Leben immer wieder machen durfte. Vertrau dich einem kundigen Führer an. Jemanden, der dir einfach ein bisschen hilft. Du musst dich nicht von dieser Person oder von diesem Wesen abhängig machen. Aber vertraue. Vertraue, das ist der erste Schritt. Such dir jemanden, den du vertrauen kannst oder der du vertrauen kannst. Das ist der zweite wichtige Schritt und der, den viele Menschen, inklusive mir selber, oft am
schwersten fällt, wenn man zu vertrauensselig ist oder umgekehrt sich zu sehr abhängig macht oder nochmal umgekehrt, also dreht sich da so, einfach überhaupt nicht vertrauen kann und sich immer alleine durchwurschtelt. Und das ist erstens nicht notwendig und zweitens, ja, entscheide dich. Entscheide dich dafür, wie du es möchtest. Ich möchte dir hier keine Vorschriften machen. Wenn du alleine möchtest, dann tu es. Aber diese Karte sagt dir, vertraue. Vertraue und such dir jemanden, der oder die wirklich kundig ist und die mit dir gemeinsam in die Tiefen geht, um deine Schätze zu finden. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, das ist die Botschaft dieser Karte. Und diese Karte und diese Seife sind doch ein wunderbares Beispiel dafür, wie man im Team arbeiten kann. Denn diese Seife ist eine, der alte Turban, die ist recht klein. Ach, verflixt, ich habe es jetzt nicht, natürlich nicht vorbereitet, weil ich ja nicht wusste, welche Karte ich ziehen werde. Der alte Turban ist eine recht kleine Seife, weil ich nicht sehe, dass die dauerhaft verwendet wird. Du gehst in die Tiefe für einen begrenzten Zeitraum. Du suchst dir deine Schätze, aber irgendwann musst du wieder an die Oberfläche kommen. Du musst diese Schätze natürlich bergen, ne? Ich meine, schön, wenn du sie gesehen hast, aber es wäre noch toller, wenn du sie in dein Leben integrierst. Und dafür hilft dann zum Beispiel eine zweite Seife, die Waschung der Seherin, die dann danach kommt. Denn die Seherin, die findet die Schätze nicht nur, sondern sie bringt sie auch nach oben. Und das ist halt ein schönes Beispiel für Teamarbeit. Oder was auch gut dazu passt, wäre Schneewittchens Geheimnis. Auch Schneewittchens Geheimnis ist eine Seife, die den alten Turban sehr gut ergänzt. Jetzt habe ich mich wiederholt, egal. Denn der Turban bringt dich in die Tiefe, der treibt dich, der spornt dich an, der sagt, und noch einen Schritt, und noch einen Schritt, und schau mal da hinten, und die Biegung noch, und da, und dort. Und der ist einfach total fasziniert von dieser Welt da, in den dunklen Höhlen. Er vergisst allerdings ab und zu, dass du nicht dafür geeignet bist, ständig dort unten herumzukriechen. Und Schneewittchen ist dann so ein schönes Gegengewicht, das dich dann wieder ans Tageslicht holt und dich aufatmen lässt und dir Ruhe und Erholung verschafft, ehe du wieder weiter suchst und weiter schürfst, falls das notwendig ist und falls du das möchtest. Falls der Weg ein bisschen ein längerer ist, dann kannst du dich abwechselnd mit Turban und Schneewittchen waschen, in meinem Fall, ne? Es geht ja um Märchenseifen. Und die beiden ergänzen sich ganz, ganz wunderbar. Und dann zum Schluss vielleicht sogar noch mit der Seherin, wenn du deine Schätze gefunden hast, um sie in dein Leben zu bringen, in deinen Alltag zu bringen. So, das war heute ein langes Video. Wenn es dir gefallen hat, wenn dir die Botschaft meiner Karten gefallen, wenn dir meine Botschaften gefallen, wenn dir ja, mein energetischer Wetterbericht gefällt, dann sag mir das doch. Dann sag mir das und zeig mir das, damit spornst du mich nämlich an, immer weiterzumachen, denn naja, ich könnte ja auch für mich alleine eine Karte ziehen zu Hause, das wäre in Ordnung, dann habe ich meine, aber ich filme das hier und veröffentliche es und wenn die Veröffentlichung irgendeinen Sinn macht, dann freue ich mich natürlich und das erfahre ich, indem du es mir sagst, indem du mein Video likest, indem du es kommentierst, indem du es teilst, indem du meinen Kanal abonnierst, weil du kein Video mehr verpassen möchtest. All diese Dinge, ja, sind einfach für mich schön und auch für dich, denn wenn du den Kanal abonnierst, dann möchtest du nicht mehr nur ein Video verpassen, sondern du wirst auch daran erinnert, dass ein neues kommt und dann verpasst du vielleicht weniger und dann bekommst du diese Botschaft jede Woche. Also, ich wünsche dir eine wundervolle Woche, mach dir eine schöne Zeit, such dir Partner, Teampartner, mit denen du gemeinsam an dir arbeiten kannst. Du wirst sehen, es lohnt sich. Also, alles Liebe und bis nächste Woche zum nächsten Märchen und Seife Seifenmarakel. Und vielleicht bis zum Wochenende im Berchtoldsdorf. Bis dann, ciao.